So, meine Lieben, ein ganz schnelles Tutorial zu dem Song Alles nur in meinem Kopf von Andreas Burani. Ich muss ein bisschen leise sein, es ist schon ziemlich spät. Der Song wurde schon des Öfteren requested, aber ich habe bis jetzt keine Griffe online gefunden. Ich finde sie immer noch nicht, aber ich gucke eigentlich auch immer nur bei ultimateguitar.com. Vielleicht gibt es sie schon irgendwo anders. Denn mittlerweile wurde der Song schon oft gecovert. Nur, man sieht irgendwie nie die Griffhand. Nicht so richtig, zumindest da, wo ich es geguckt habe. Also ich habe es mir auf jeden Fall so vorgestellt. Ihr könnt ja mal horchen, wenn ihr meint, das passt. Dann bleibt dran. Wir müssen gleich mal gucken, wie wir das strummen oder zupfen. Aber, also, den Griff. Na, 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 na. Passt doch, oder? Ich bin der Meinung, diese vier Griffe gehen den ganzen Song durch. Ich habe mich da jetzt nicht weiter mit auseinandergesetzt, ob es da hier noch irgendwie eine Bridge in dem Song gibt oder so. Ich kenne den Song zwar, aber ich weiß es jetzt nicht. Ich meine, das passt auf den ganzen Song. Ihr braucht kein Capo, bei mir ist das Capo jetzt auf dem ersten Bund. Der Capo, das da auf dem ersten Bund, weil die Gitarre ein halben Step down ist. Und dann ist es einfach D, A, dann ist es Fis-Moll. Ich glaube, der Griff heißt Fis-Moll. Zweiter Bund gesperrt. Und im vierten Bund greift ihr ein E-Moll, dann habt ihr ein Fis-Moll und dann noch ein ganz normales E. Und ich meine, das passt. Ich finde, das passt. Um den Barré-Griff kommen wir leider nicht rum. Also wir kommen unter Umständen vielleicht doch drum herum. Bei ultimateguitar.com könnt ihr oben ja immer die Griffe ändern. Dann halt mit dem Capo hier tricksen. Aber ich weiß das nicht. Also, ich kann das nur mit ultimateguitar.com da anklicken. Ich wüsste jetzt nicht, wenn ich den Capo das da hierhin mache, welche Griffe ich dann brauche. Von daher müssen wir jetzt, kommen wir um das Fis-Moll nicht rum, aber das Fis-Moll finde ich nicht so schwer eigentlich. Zweiter Bund gesperrt und hier, das geht eigentlich. Viel schlimmer sind dann solche Griffe oder das B ist ganz schlimm. Ja, das war es eigentlich schon. Wir können das zupfen, wir können das drummen. Das Einfachste meiner Meinung nach wäre, wenn wir das hier wieder machen, D greifen und down, 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 up, up, down, down, up, down, up. Schreibe ich gleich in die Infobox. Und bei jedem Griff das Gleiche. Down, 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 up, up, down, down, up, down, up. Fis-Moll. Down, down, up, up, down, down, up, down, up. Und das E. Down. Wenn ihr meint, es ist zu dunkel, dann setzt den Capo das da einfach irgendwie höher. Aber ich glaube, das ist so ungefähr die Tonlage. Ich kann in 2 Sekunden. Ich kann den Text nicht. Traurig, aber wahr. Bei deutschen Songs kann ich den Text sowieso nie. Aber naja. Ja, schreibt drunter, was ihr meint. Ich finde, das passt. Zupfen. Standard-Zupfi-Muster. Das kann man noch nehmen. Oder einfach den Griff greifen und dann die entsprechenden Seiten runterzupfen. Das wäre beim D runter und raufzupfen. Beim D 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Ne, ich mach 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2. Beim A 5, 4, 3, 2, 3, 4, 3. Beim Fis-Moll 5, das gleiche wie beim A. Und beim E auch das gleiche wie beim A. Einfach runter und rauf zupfen, mehr oder weniger. Spult nochmal zurück und schreibt euch die Zahlen immer auf, wenn ihr das so zupfen wollt. Das wäre. Ich glaube, das passt am besten. Also. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 3, das gleiche wie beim A. Und
Tier auch das gleiche wie beim A. Vielleicht sollte ich mir das mal aufschreiben. Das habe ich gleich wieder vergessen. Oder ihr schreibt es euch auf. Ich mache das gleich. Ich schreibe es gleich in die Infobox. Ich zähle die Seiten von unten nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die Zahlen, die ich sage, sind die Seiten, die ihr zupft. Ich glaube, das passt am besten. Dass ihr vielleicht die Strophen zupft und den Chorus strummt oder wie ihr das wollt, wie ihr wollt. Ihr könnt auch natürlich auch ein anderes Strumming-Muster nehmen, ihr müsst das nicht so machen. Ihr könnt wahrscheinlich auch. Aber das finde ich nicht so schön. Das ist einfach down, down, up, up, down, up. Down, down, up, up, down, up, down, down, up. Kurzes Tutorial machen. Eigentlich geht das in 30 Sekunden. Egal. So. Autsch. Das wird mir angemalt. Viel Spaß dabei. Adios. Ich hoffe, es ist nicht super asynchron. Es tut mir leid. Ich wollte erstmal keine Tutorials. Also alle, die jetzt noch dran sind, können sich das jetzt auch noch anhören. Ich wollte eigentlich erstmal keine Tutorials mehr machen, bis mein Mann endlich mein Notebook rebootet hat. Aber das dauert wohl noch. Das war jetzt eine spontane Geschichte. Und ihr habt bis jetzt damit gelebt, die letzten Monate mit asynchronen Videos. Eins mehr oder weniger, ist auch egal, oder?